Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Talos Principle Road to Gehenna. Ja, irgendwas mit meinen Frames, ich habe nur noch 30 Frames. Das ist sehr faszinierend. Egal, ich habe hier jetzt dieses Rätsel vor mir. Ich bin immer noch euer Bo oder Frosty oder irgendwie, wie ihr mich nennen wollt. Das ist euch überlassen. Ich kann hier hinten raus. Oh. Ist ein offizieller Eingang hier auch? Krass. Oh, hier ist der Ausgang. Okay. Ich sehe keinen Stern hier. Das ist schon mal was. Und ohne Scheiß, das geht gerade gar nicht mit den Frames. Ich muss mal kurz stoppen und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Es ist besser. Es ist viel besser. So, ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Ist das hier nur zum drüber gucken? Es sind verdammt viele und ich mag es schon jetzt nicht, dieses Rätsel. Wenn ich aber immer hier mal drin sitze, komme ich nicht mehr raus, oder? Kann das sein? Warte mal, hier ist ein Schalter. Ah ja, da. Oh, das ist nervig. Ich kann aber Dingensbummens machen. Ich kann das hier nehmen. Das hier so machen. Kurz warten. Und abspielen. So komme ich zumindest mal rein. Und bin hier. Bleibt das zumindest offen. Ich schaue jetzt erstmal, was es hier so gibt. Es gibt hier nichts weiter. Oh, hier gibt es noch einen Connector. Die Frage ist nur. Ah, da oben ist ein Stern. Gut zu wissen. Da muss ich irgendwie auf dem Rand hier oben rumturnen oder so. Hier, da muss ich. Aber ich brauche noch einen zweiten Connector. Sonst wird das doch nichts. Ich habe einen zweiten Connector durch den Kopf. Mit meinem Zeit-Zurückspul-Dingens. Ist das kompliziert. Sowas gab es im Hauptspiel auch schon mal. Ja. Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich weiß wie. Wenn ich das hier so mache. Ich bin mir echt nicht sicher. Muss ich hier mitnehmen. Ich versuche jetzt einfach mal. Und meine Frames sind schon wieder unten. Das, was mir sehr gut nicht gefällt. Nein, das macht so keinen Sinn. Nein, das macht so keinen Sinn. Wie muss ich das denn machen? Nicht weit genug. Nach innen.
passiert jetzt, wenn ich das jetzt laufen lasse? Oh, das ist so unfassbar kompliziert. Oh Gott, ich habe Angst vor diesem Rätsel. Ich habe es euch gesagt, diese Time-Dinge. Ich weiß im Prinzip, wie es geht, gehen sollt. Aber nicht praktisch. Das lassen wir mal so. Ich habe mal eine Idee. So. Hier stehen, aber das macht ja keinen Sinn, hier zu stehen. Nicht gut. Das ist dann doppelt gemoppelt, diese Tür hier. Es wird hier gestört und dann, wenn ich mich selbst da drauf stelle, auch. Das macht keinen Sinn, das ist doppelt. Ich könnte jetzt so machen. Ich müsste das hinkriegen in der Aufnahme, in dem Ding. Aber irgendwie das da vorne auch noch gestört kriegen. Oder einfach nur mal das da hinten, damit ich den zweiten hier noch rauskriege. Das wäre natürlich auch cool. Aber wie mache ich das? Genau, das ist das, mein erstes Ziel erstmal, den zweiten hier rauszukriegen. Das ist mein erstes Ziel hier erstmal. Und zwar mit den zwei, die ich habe, reicht das schon eigentlich. Ich müsste nur... Ich glaube, ich weiß es wie. Ich hoffe es natürlich, dass ich es weiß. Das genau so mache. Wenn ich es laufen lasse, habe ich ja noch einen übrig. Und damit kann ich das Feld da vorne machen lassen. Machen. Ich muss nur noch eine Weile warten, dass ich den da hinten rauskriege. Mit den Zweien ist es dann ganz einfach, das alles hinzukriegen. Hoffe ich doch. Ich brauche die Zwei wieder. So. Und zwar lasse ich es exakt genauso. Warte mal, könnte ich ja nicht gleich so machen? Nein, ich muss ja das andere Ding noch rechtzeitig machen, egal. Hä? Oh no! Wieso habe ich daran nicht gedacht? Das hier muss ja auch noch gestört werden. No! Ja, bin ich so blöd, dass ich es nicht gerafft habe? Ja, welcher Knopf ist es denn? Jetzt bin ich leicht verwirrt.
Jetzt bin ich leicht verwirrt. Nochmal irgendwie muss ich das Ganze nochmal irgendwie machen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Aber ich meine, das sage ich oft. Das sage ich oft. Ja. Gut. Jetzt habe ich einen zweiten hier. Jetzt ist das kein Problem. Genau. Guck dir mal das an. Es geht. Jetzt ist fast alles auf. Um das hier aufzulassen, muss ich es nur stören. Aber wenn ich jetzt aufnehme, habe ich ja einen mehr. Was nehme ich auf? Mach das so. Hoppala. Mach das wieder so. Ich denke einfach mal, dass es passt. Ein bisschen warten. Keine Ahnung. Ich habe jetzt zu viel gedoppelt, aber müsste eigentlich gehen. Hä? No. Oh nein, was jetzt? Ja. No. Verdammt, was zur Hölle war das eben? Irgendwas habe ich, bin ich komplett durcheinander gekommen mit, was jetzt wo stand zum Öffnen. Eben war ich komplett verwirrt. Wie man eventuell gemerkt hat. Nochmal das Ganze. Also ich nehme auf. Nehme das hier mit. Mach das so, das ist schon mal nicht schlecht. Dann mache ich das so. Nein. Nein, so stimmt das, so geht das nicht. Irgendwas ist hier falsch. Warte, was zum... Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Theoretisch ist jetzt alles offen. Außer das letzte. Wenn ich jetzt Replay mache, müsste ich eigentlich locker bis nach hinten kommen. Muss nur ein bisschen warten noch.
lang genug warten, damit ich Zeit habe, um mit dem Ventilator nach oben zu fliegen. Natürlich. Sollte jetzt genug sein. Ich muss nur einen nehmen, bis nach hinten gehen. Das so machen. Das Ding hier nehmen. Und ab geht's. Eigentlich müsste es jetzt klappen. Wenn ich hier mal zu Potte komme. Ja, los, hüpf. Nein. Du dummer Typ. Auch nach hinten. Das ist erbärmlich, man sich selbst zu gucken, wenn man es nicht schafft. Hey. Wer ist das? Ork. What? Hier? Wollt ihr mich verarschen? Wie zur Hölle soll man da rot hinkriegen? Nein, das kriegt man nicht hin. Oder? Nein, das ist zu eng. Das geht nicht. Da muss ich entweder noch einen Connector von ihr woanders holen oder ich weiß nicht, was tun. Naja, gut. Schauen wir uns mal an, was der Computer zu bieten hat. Threads-Anzeigen. Ich meine, viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Oh Gott, es gibt richtig viel Zeugs. Mod-Diskussion 316. Hat mir gesehen, ich habe die Ergebnisse deiner Studie über das Gefangenen-Dilemma mit großem Interesse gelesen. Das schmeichelt mir sehr. Ich muss allerdings eine Enttäuschung ausdrücken, dass du dich entschlossen hast, dich darauf zu konzentrieren, wie sich deine Ergebnisse auf den Entschluss unserer Kollegen, Henna zu verlassen, auswirken und nicht auf die Vorteile des Hierbleibens. Tatsächlich glaube ich, dass die wahren Auswirkungen durch deine Vorurteile vertuscht werden. Mr. Malzibar, ich bin immer an zusätzlichen Daten interessiert. Welche Erkenntnisse kannst du mit uns teilen? Admin, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber ich denke, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wenn zusammen arbeiten zu riskant ist, man logisch gesehen eine sichere, vielleicht egoistische Option wählen sollte. Auf unsere gegenwärtige Situation angewandt, würde sich vorschlagen, dass wir es nicht riskieren sollten, mit Uriel zusammenzuarbeiten, sondern dass wir hier in Gehenna bleiben sollten, zu unserem eigenen Wohl. Mr. Molls über eine interessante Hypothese ab. Nur eine Gedanke, falls es wertvoll ansieht, darfst du ihn gerne haben. Was ist denn hier passiert? Warum sind die plötzlich nach oben gerutscht? Noch nicht mal das. Ist es 30? Verdammt, ich wollte eigentlich auf die 18 erst lesen. 28 oder was, egal. Jetzt ist es ziemlich offensichtlich. Uriel gewinnt an Status, während er gleichzeitig das Ende von Gehenna verbreitet. Ich habe vorhin selber die Statusanforderungen für sensible Themen erhöht. Wir können immer noch nicht mit Sicherheit sagen, wo unsere Leute hinbringt. Uriels Angebot anzunehmen ist ein Ereignishorizont. Wir können nicht vorhersagen, was passieren wird, also müssen wir annehmen, dass das, was wir hier haben, vorzuziehen ist. Was, wenn der Bote die Wahrheit sagt? Was, wenn dieser Ort wirklich untergeht? Das ist, was Elohim möchte. Er lässt uns über den Abgrund baumeln und kauft dann dein Leben mit etwas vollkommen Immateriellem. Bisher scheint niemand sein Angebot ausgeschlagen zu haben, wenn das überhaupt möglich ist. Wenn Admin nicht gewesen wäre, wären die meisten bis heute in Elohims Labyrinthen gefangen. Sie brauchen Führung. Das ist, was sie jahrelanges Moderieren gelernt haben. Für mich ist es offensichtlich, dass es die zerstörerischen Handlungen, die Uriel seit seiner Ankunft unternommen hat, ein gewisses Maß an Unmut hervorgerufen haben. Unsere Gemeinschaft zieht zumindest im Geiste hinter uns. Wir werden dafür sorgen, dass das öffentliche Feedback in Form unserer Meinung reflektiert. Der Agent ist bereit, unsere Leute sollten die ganze Zeit über Uriel wissen. Oha. 29, das war eins mal davor. Oh, muss ich erst entschlüsseln. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich höre zu, ich bin geduldig, ich erkläre und immer noch glauben sie, was auch immer ihnen gerade Spaß macht. Uriel verspricht unmögliche Belohnungen und ich kann nichts bieten, was dem auch nur nahe kommt. Wir verlieren unsere Gemeinschaft.
Wenn Vernunft nicht genügt, kannst du immer noch überzeugen. Ich habe keine Geduld für Rhetorik. Elohim hat genug davon ausgeteilt. Ich dachte an etwas Subtileres. Was ist das kreative Thema in dieser Saison? Visionen der Vergangenheit. Tatsächlich? Schlägst du vor, dass ich das Thema Veränderung uns zu dienen? Ich schlage vor, dass du diese Saison mit allen Werkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, moderierst. Lil wollte ursprünglich eine Retrospektive kuratieren. Das Beste von Gehenna. Eine sehr passende Idee, denke ich. Aha, moderieren bedeutet also lenken und nicht nur gucken, dass alles glatt läuft. Das ist ja hart. Ich glaube, die ziehe ich mir auch noch. Oh mein Gott. Wir können nicht gerettet werden, rettet euch selbst. Viele Nachrichten kann nicht richtig dargestellt werden. Versuch, blablabla. Galetta. Nur Fragmente. Stirbt. Okay, das ist sogar Binärcode diesmal. Ja, das editiere ich hier unten irgendwo rein, was es heißt. Alles klar. Oh, ich antworte sogar in Binärcode. Dann editiere ich es noch weiter runter. Wow, eine ganze Diskussion. Wollt ihr mich verarschen? Zurück, Exit, schließen. Was bedeutet das denn? What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade tue. Es sind 4 Buchstaben. Eventuell schreibe ich nein. Was weiß ich. What? Really? Aber wo unterscheiden die sich denn? 3-mal dieselbe Antwort. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was passiert ist gerade. Nicht die allerleiseste Ahnung. Adieu. Nicht so intelligent wie der Rest von euch. Ich habe nie viel erschaffen oder philosophiert, aber ich wollte nur kurz Adieu sagen und dann danke, dass ihr Gehenna zu einem guten Ort gemacht habt. Bedauere ich. Blablabla. Erster, wirklich? 401, wirklich? Lol. Komm schon, Ork. Das war nur ein Scherz, wenn wir über so etwas nicht lachen können, dann sind wir schon alle tot. Es ist besser, loyal und zuverlässig zu sein, als intelligent, was intelligent auch immer bedeuten mag. Ja, okay. Dann danke ich mal für eure Geduld und dass ihr zugeschaut habt. Und ich bin selbst mal gespannt, was ich da eben alles eingetippt habe. Vielleicht hätte ich doch on the fly übersetzen sollen, was das heißt, weil eventuell habe ich gerade Riesenbock Mist gebaut. Aber gut. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.